Für jedes T größer 0 hat der Graph GT zwei Extrempunkte, PT und QT. Begründen Sie, dass der Mittelpunkt der Strecke PT-QT auf der Geraden mit der Gleichung x ist gleich 1/2 liegt. Signalwort Extrempunkte, was machen wir für die Extrempunkte? Ja? Erste Ableitung der Vorsätze. Und ich berichte, die Produktregel der Ableitung gilt auch im Wahlteil. Ja, das heißt, Sie müssen hier Produktregel anwenden. Sie haben ja ein Produkt, also ist es Produktregel. F'T von x ist gleich die Ableitung, das abgeleitet mal dem. Die Ableitung von dem ist minus 2tx mal e hoch minus 2x plus das mal dem abgeleitet. Das ist die erste Ableitung. Jetzt ist natürlich hier die Frage, ist die zweite Ableitung notwendig oder nicht? Meiner Ansicht nach ist sie nicht notwendig aus der gesamten Aufgabenstruktur. Also die Verifikation mache ich nicht. Ich mache nur die notwendige Bedingung. Jetzt habe ich die Ableitung gemacht und diese Ableitung muss ich 0 setzen. Um so eine Ableitung 0 zu setzen, ist es vernünftig, möglichst was auszuklammern. Da kann ich ein e hoch minus 2x ausklammern und dann erhalte ich. Also zunächst mal von hier minus 2tx, das ist das von hier. Dann kriege ich von hier das mal dem, ist eine minus 2. Und das mal dem ist eine plus 2tx². Das ist das, wenn ich das insgesamt ausgeklammert habe, das muss ich zu 0 setzen. So, hier habe ich jetzt ein Produkt. Wir wissen, ein Produkt ist genau dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Von diesem Faktor hier wissen wir, dass er gar nicht 0 sein kann. Damit können Sie durch diesen Faktor dividieren. Normal dürfen Sie nicht durch x teilen. Aber weil e hoch 2 oder minus 2x nicht 0 ist, das notiere ich hier, darf ich dadurch dividieren und dann erhalte ich minus 2tx minus 2 plus 2tx Quadrat gleich 0. Das heißt, so weit sollten Sie gekommen sein. Da kann ich nochmal durch die 2 dividieren und das Ganze noch ein bisschen sortieren und dann erhalte ich tx Quadrat, das ist das von hier, minus tx. Minus 1 gleich 0. So, wie rechnen wir das hier? Ja? Mit der Mitternachtsformel. Gut. Ja, wir legen los mit der Mitternachtsformel. x1, 2 gleich t plus oder minus die Wurzel aus minus t zum Quadrat minus 4 mal t mal minus 1, also plus 4t. Geteilt durch 2a, geteilt durch 2t. Ja, wir sehen auch an dieser Gleichung, die ist für t gleich 0 gar nicht definiert. Ja. Also das heißt, für t gleich 0 haben wir gar keine Extremwerte. Das haben wir sowieso schon besprochen. Also das t muss irgendwie ungleich 0 sein. Das ist e größer 0. Ja. Gut, e größer 0. Gut, unproblematisch. Also haben wir das hier. Jetzt war das Signalwort Extrempunkte. Was brauchen wir noch für die Extrempunkte? Y-Wert? Es ist die Frage, ob wir den hier rechnen müssen. Müssen wir den rechnen, ja oder nein? Ja? Wenn wir nachher den Mittelpunkt ausrechnen müssen, dann wird die Y-Wert. Und da sind Sie bei diesem Ding hier, sind Sie ehrlich eine Weile beschäftigt. Tun Sie es nicht. Warum? Weil es heißt, dass die Mitte der Extrempunkte, die Mitte liegt auf x gleich 1/2, die Mitte der Extrempunkte, ich zeige Ihnen, also Sie haben jetzt hier einen Extrempunkt hier und einen Extrempunkt hier. Die Mitte der Extrempunkte liegt also irgendwo hier zum Beispiel. Da brauche ich den y-Wert nicht, sondern es reicht, ja, weil x gleich 1/2 ist, mir reicht das hier. Wenn Sie hier den y-Wert rechnen, sind Sie eine Weile beschäftigt. Und zwar eventuell ist das dann, also ich sage mal, so ein y-Wert rechnen, mit noch überprüfen und so, Minimum 10 Minuten, die kann man besser investieren. Das heißt, es genügt hier quasi die Mitte der beiden x-Werte zu rechnen und festzustellen, dass die Mitte der beiden x-Werte bei x gleich 1/2 ist. So, wie rechne ich denn die Mitte dieser beiden x-Werte? Ja? Funktioniert das, wenn ich x1 minus x2 durch 2 oder sowas? Nein. So rechnen Sie es nicht. Es ist sehr angenehm, dass Sie das so gesagt haben, weil ich lehre in Klasse 10 etwas, was ein Kollege von mir absolut verteufelt. Und ich sage, nein, das muss man lehren. Und das, was Sie gesagt haben, ist das, was ich im Abi sehr oft zu sehen kriege. Wie rechnet man die Mitte aus?
von 2. Ja? Die Hälfte beider Koordinaten nehmen. Unsauber ausgedrückt. War es Differenz und Kozienten? Nein, die Mitte rechnet man einfach als Summe durch 2. Nicht, also ich habe hier mein x1, hier mein x2, die Mitte und der x-Wert der Mitte ist x1 plus x2 halbe. Das bekommt von hier sogar nochmal einen extra Namen, nicht Minus. Das, was Sie gerechnet haben, ist diese Länge. Ich rechne aber die Mitte. Also wenn ich hier zum Beispiel 3 habe und hier 5, dann 3 plus 5 ist 8, geteilt durch 2 ist 4. Und Sie haben 1 gerechnet. Das ist ein Unterschied. Also rechne ich das hier aus. Das x1 ist also t plus Wurzel aus t Quadrat plus 4t durch 2t. Und das x2 ist t minus die Wurzel aus t Quadrat plus 4t durch 2t. So, und jetzt haben Sie hier zufällig den gleichen Nenner. Sie können das also zusammenrechnen. Das ist 2t. Dann steht hier t plus die Wurzel t Quadrat plus 4t. Und hier plus t minus die Wurzel t Quadrat plus 4t. So, und da sehen Sie, diese Wurzel fällt weg gegen diese. Es bleibt übrig t plus t durch 2t. Ha, einen Fehler habe ich noch gemacht. Welchen Fehler habe ich noch gemacht? Hier standen durch 2. Das muss ich hier noch mit dazu schreiben. Durch 2. Also steht hier noch ein mal 2. T plus t ist 2t durch 4t und das ist 1/2. Das heißt, Sie haben jetzt nachgewiesen, dass die Mitte 1/2 ist. Das t dürfen Sie kürzen, weil das t größer als 0 ist. T gleich 0 haben wir von vornherein sowieso ausgeschlossen. Das hätte ja auch nicht sein können. Hier hätten wir gar keine Extremstellen rechnen können. Damit liegt die Mitte der Extrempunkte auf x gleich 1/2. Fragen zu der... Ja, die Frage. Bei dem geteilt durch 2t, warum wird da nach daraus 4t, wenn man zwei Brüche mit dem gleichen Nenner addiert, müsste doch auch 2t rauskommen. Ja, kommt es ja auch, aber dieses durch 2 und diese 2 hier, das ist dann diese 2 hier, da haben Sie recht. Ich habe dieses, das ist dieses halbe hier, das habe ich vergessen gehabt. Also ich habe die beiden Brüche addiert, aber dann muss ich es ja noch durch 2 teilen, daher kommt die 2. Gut, ruhig fragen. So, nächste Frage. Sie sehen super aus.